und servus, liebe Jan-Fans. Ja, es ist immer noch schön warm. Wir haben weit über 30 Grad und ihr genießt eure Ferien da draußen wahrscheinlich gerade im Freibad oder am Badeweiher. Unsere Jungs sind natürlich wie immer fleißig, trainieren hier im alten Jahn-Stadion. Wir haben eine anstrengende Woche hinter uns. Letzten Samstag 1:0 Sieg beim FC Augsburg. Gestern Pokalspiel 5:0 Sieg bei der Spielvereinigung Heinz Acker. Und jetzt am Freitag geht es weiter im Oberpfalz-Derby gegen den Aufsteiger, den FC Amberg, um 19 Uhr in der Continental-Arena. Ihr seid bestimmt schon ganz heiß auf dem Kick. Doch was sagen eigentlich unsere Jahn-Profis zu einem Derby? Derby ist immer Prestige. So ein Derby ist natürlich auch immer was Besonderes. Wenn du das Derby gewinnst, dann kannst du in der Liga viel gut machen. Das merkt man auf jeden Fall. Wenn es von außen das Geschrei kommt, das ist geil. Und das ist einfach das Ziel, dass du jedes Derby gewinnst. Das Derby gewinnen, genau das will unsere Jahn-Elf am Freitag. Coach Christian Brandt forderte deshalb von Jan George und Co. volle Konzentration beim Training, denn es kann nur ein Ziel geben. Unser Ziel ist natürlich, die nächsten 3 Punkte zu holen und wird vielleicht so der erste Gradmesser für uns. Gestern stand aber erst einmal der Kick gegen die Spielvereinigung Heinz Acker im BV-Pokal an. Beim 5:0 spielte Fabian Trettenbach nach langer Verletzung das zweite Mal in Folge über 90 Minuten durch. Und Tretter weiß genau, warum es bei ihm bergauf geht. Bei mir ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Ich war lange verletzt. Da merkt man natürlich diese Einheiten schon ein bisschen eher. Aber ja. Das Trainerteam findet eine gute Mischung zwischen Regeneration und Belastung und ja, die bereiten uns richtig gut vor. Beim Training stand jedoch nicht nur das runde Leder im Fokus. Bei den Aufwärmübungen blieb auch mal Zeit für den ein oder anderen Scherz. Jan George hat derzeit sowieso gut lachen, dank seinem Seitfallzieher-Tor gegen Augsburg. Also ich denke nicht, dass ich jemals so ein Tor geschossen habe. Ist eigentlich klar glücklich, dass so ein Ball reingeht. Das sollte dem linken Flügelflitzer doch ordentlich Auftrieb für die nächsten Partien geben. Denn wegen seinem Torrichter ist George eigentlich zum Jan gekommen. Ob der Goalgetter gegen den FC Amberg nachlegen kann? Der Knoten geplatzt ist, weiß ich nicht. Das wird man jetzt in den nächsten Spielen sehen. Ob ich vielleicht nochmal nachlegen kann, ob ich vielleicht ein paar mehr Tore vorbereiten kann oder sowas. Das wird sich zeigen. Auch bei Youngster Kevin Hoffmann läuft es derzeit richtig gut mit seinen Jahn-Kollegen. Trainer Christian Brandt baut auf den 20-Jährigen. Gegen Augsburg stand Hoffmann in der Startelf. Die Pokalpartie in Heinz Acker bestritt er sogar über die volle Distanz. Jetzt heißt es dranbleiben. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich meine Einsatzzeiten kriege. Ich gebe dafür Gas und ja, freut mich, dass ich dabei bin. Aber klar, wenn wir mal spielen und ja, schauen wir mal, wie der Trainer aufstellt. Auf dem Platz könnte Hoffmann dann sogar auf den ein oder anderen alten Kollegen treffen. Einige kenne ich. Mit einem habe ich in Fürth zusammengespielt und ja. Freut natürlich einen, wenn man die wieder sieht. Besonders freuen dürften sich alle Jahn-Spieler, die am Freitag in der Startelf stehen. Einige davon wurden unter der Woche im Pokal von Christian Brandt auch geschont und können somit wieder Vollgas geben. Das Ganze hatte für den Coach aber auch noch einen anderen Zweck. Wir wollten auch so ein paar Jungs auch mal testen, auch die länger verletzt waren, und wollten auch ein paar Jungs schonen, das stimmt schon. Schonen wird sich am Freitag im heiß erwarteten Oberpfalz-Derby gegen den FC Amberg sicher kein Jahn-Profi. Die Ränge der neuen Continental-Arena dürften gegen das Team von Ex-Profi Timo Rost sicher gut gefüllt sein. Einige tausend Karten wurden bisher im Fan- und Ticketshop, an der Arena sowie im Onlineshop verkauft. Denn die Jahn-Anhänger wissen genau wie Jan George: Derby ist Prestige. Ja, liebe Jahn-Fans, Trainer Christian Brandt wird also am Freitagabend genau hier sitzen und seinen Jungs ordentlich Gas geben, damit diese den nächsten Sieg einfahren und im Oberpfalz-Derby gegen den Aufsteiger FC Amberg die nächsten Punkte holen. Die Stimmung sollte gut werden, die Bude hier sollte voll werden. Seid also auch ihr mit dabei, sichert euch noch eure Tickets, es sind noch ein paar übrig im Vorverkauf, und dann habt auch ihr hier Freitagabend drin und feuert unsere Jungs ordentlich an. Wir wünschen euch wie immer eine gute Woche, weiterhin schöne Ferien, genießt das Wetter, und dann sehen wir uns Freitagabend hier 19 Uhr in der Continental Arena, wenn es aufgeht zum Oberpfalz-Derby 19 Uhr gegen den Aufsteiger FC Amberg. Bis dahin, servus!